Palim, palim. Da sind wir wieder in den Windstieghügel. Hallo, ich bin der Chef, wir sind schon wieder hier unterwegs. Mein kleines Elefantchen auch. Hallo, wir sind wieder in Pearl World. Man merkt es schon, hier passieren seltsame Dinge. Wir bauen hier einen Melpaka-Sattel. Sehr schön, hast du brav gemacht, mein kleiner Freund. Warum nicht auch mal streicheln? So, wir haben das Liftmonk hier im Einsatz. Der wird die Eier transportieren. Das finde ich immer total witzig, wenn die hier am Arbeiten sind. Was macht der hier? Der, ich glaube, das Huhn hat ihn jetzt weggeschubst hier. Was ist der da oben? Fällt Holz. Der fällt Holz? Der fällt Holz? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hä? Der sät aus. Sät er denn jetzt aus? Okay. Interessant. Also, wenn man die Tierchen hier arbeiten lassen kann, manchmal auch sehr merkwürdige Sachen bei rauskommen. Das ist so knuffig. Na gut, wir müssen hier weitermachen. Mein Gott, haben die Wolle produziert. Und die Katze hat hier sehr viel Geld produziert. Du Scheiße. Wir haben ja richtig viel Gold. Wer bist du eigentlich? Bist du zu meinem Team oder bist du irgendein... Okay, wir tun mal ganz unschuldig. Gehen mal so durch. Okay, ja gut. Ist auch wohl. Ich glaube, ich brauche keine Chickpeas mehr fangen. Das ist eine Kakophonie hier. So, Eier haben wir reichlich. Diese Trachten brauchen wir eigentlich auch nicht. Technologien. So, ich brauche hier noch, habe ich gesehen, Antik-Technologie-Punkte. Sonst kann ich diesen Brutkasten nicht freischalten. Darüber sehen, wie ich da dran komme. Das könnte ich mal freischalten. Ich glaube, diese Daydreams oder wie die heißen, die sind ganz nützlich. Was ist jetzt? Überfall. Totoko-Überfallkommando? Was ist das denn jetzt? So, halt mal hier Wache. Steffis Bande. Ich habe übrigens mal ein Schild aufgestellt. Das geht auch. Unser Schäfchen hier rein. Wo kommen die denn? Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen, Leute? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Oh, hier. Warum läuft die jetzt weg, Schäfchen? Hallo? Ja, da gerade nichts zu tun hat. Jetzt. So, der verteidigt. Oh, jetzt hat mein eigenes Schäfchen getroffen. Oh, was macht der denn? Macht sie alle! Was ist denn hier los, ey? Was war das denn jetzt hier? Was sind das für komische Viecher? Das waren jetzt Vögel, die mich angegriffen haben. Warum? Okay. Der Teefahrt hat rote Beeren gegessen. Weg damit. Push. So, okay. So, warte mal. Wir können hier unseren kleinen Feuervogel mal freilassen. So, der macht auch lustige Sachen. Der macht nämlich automatisch die Fackeln an hier. So, die gehen jetzt mal alle pennen. Oh Gott, wie liegt der denn hier drauf? Naja, da muss ich auch holen. So, das finde ich auch eine coole Sache. Der macht selbstständig alle Fackeln hier an. Und wenn wir hier... Gute Bären liegen hier rum. Guck mal, der ist vor Müdigkeit einfach so hier angepennt. Oh je. Und der kann hier auch einen Hochofen betreiben. Ich habe mal einen Ofen hingebaut. Und wenn wir hier was reinschmeißen, hier können wir zum Beispiel jetzt Metallbarren anfertigen. Dann heizt er das Ding da an. Da kommt das schon. Das kann auch nur ein Flammenperl wie er machen. Ganz lustig. So, hier liegen noch Eier rum. Und Kätzchen, was mit dir? Willst du nicht mal pennen? Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Ah, vielleicht muss ich noch mal ein Bett bauen. Vielleicht haben die zu wenig. Ach, ich kann jetzt die hochwertige Werkbank bauen? Ne, da brauche ich noch Nägel. Okay.
Nägel muss ich erstmal anfertigen. Okay, kann man so viel wieder machen. Das ist echt Wahnsinn. Und das ist auch ganz witzig. Ich habe jetzt ein Geschirr gebaut für den hier, den Kollegen. Und den können wir jetzt sozusagen auch zum Kämpfen benutzen. Warte mal. Das wollte ich hier gar nicht hinbauen. Ich wollte eigentlich nur das... Das ist ein lebender Flammenwerfer, der kleine Kerl hier. Ganz schön gefährlich. Halleluja. So. Also das ist mal so dann eben Perl als Waffe benutzen, das Thema. So. Haben wir jetzt noch einen Wach, der mir helfen kann hier? Nee. Da müssen wir selber machen. Die schnarchen hier schön. So, je mehr Betten, desto besser. Dann haben wir keinen vergessen nachher. So, ich muss mir eh die ganzen Pelz mal angucken, die wir noch haben. Der kocht übrigens auch für uns. Also dann jetzt hier ein paar Rezepte noch reinschmeißen. Ich habe nicht so viel. Gut, dann hält er das Feuer hier im Wach und wir müssen uns dann nicht mehr weiter ums Kochen kümmern. Auch eine coole Sache. Wir könnten hier noch weitere Fackeln aufstellen. Ich finde sie ein bisschen duster. Und dann sieht man vielleicht auch mal den einen oder anderen Gegner hier rankommen. Und hier noch so an den Rand eine hin. Hier nehmen die Farm vielleicht. So. Wartet schon, dass er sie anmachen kann. Wie so ein braves Hundchen. So, da unten pinnt ein Huhn. Okay. So, Kätzchen. Muss sie nicht schlafen? Die ist nachtaktiv oder was? Hier ist auch nochmal Gold. Oh, ich habe so viel Gold. Wir müssen eigentlich mal einen Händler finden. Ich weiß auch gar nicht wo. Aber es gibt welche. So. Seltenes Organ. Das könnte man eintauschen. Das tun wir mal hier rein. Das ist mir zu wertvoll, das zu verlieren. Das können wir auch mal wegtun. Den Braten würde ich doch eher mal behalten. Hier haben wir Nägel. Das haben wir noch nicht, interessanterweise. Aber fehlen uns noch ein paar Perls. Hm. Okay. So, jetzt haben wir einen Melpaka-Sattel. Das heißt, wir können auf dem Melpaka rumreiten. So, dann haben wir hier ein Daydream-Halsband. Ein Kilimari-Handschuh. Damit können wir mit Kilimari durch die Gegend fliegen. Hm. Das ist dieses Geschirr, das wir für die Foxbugs brauchen. Damit können wir auf einer Zellerei rumfliegen. Hm, auch interessant. Na gut, das kostet uns jetzt nicht viel. Das können wir mal machen. So. Das haben wir. Hier können wir nochmal ein bisschen Stein reinmachen. Wir haben gar nicht mehr so viel. Okay. Müssten wir morgen hier mal einen reinsetzen. Der mal hier ein bisschen arbeitet. So sieht es hier aus. Boah, wir haben so viel Beeren. Okay. Wir müssen mal wieder sehen, beziehungsweise unser Tierchen. Steine. Dann können wir hier mal reinschmeißen. Die ganzen Eier können wir jetzt eigentlich, da unser Fox hier auch aktiv ist, mal hier reinschmeißen. So, dann muss ich das nicht mehr selber machen. Weil das relativ fix geht jetzt hier. Oh, sorry. Das macht er jetzt. Der kocht jetzt für uns. Sehr schön. So. Was haben wir jetzt hier alles für Pelz? So, das sind sie, die wir zur Arbeit eingeteilt haben. So, wir haben jetzt so ein Pengulett bekommen. Hm. Okay, der ist unbelastbar. Na toll. Jetzt haben wir den einzigen gefangen, der nicht belastbar ist. Ist ja großartig. So, ich habe jetzt drei von den Foxparks hier. Der eine ist eine Frohnatur, der ist Forstmeister. Das heißt... Ah, der hat eine bessere Energieeffizienz beim Holzfällen und ist aber dafür ein Angsthase. Gut, vielleicht nicht für den Angriff der Beste. Hm. Ja. Okay, so, dann haben wir hier den Kilimari. Das ist eher auch einer, der was aussät. Der gießt auch. Ich glaube, einer reicht.
Und den Melpaka. Ist ein Grufti? Schattenangriffsschaden plus 10%. Der macht 163 Schaden. Verteidigung 111. Luftkanone und Flufftackling. Was? Ein Flufftackling. Ach so rum, muss man das lesen. Einzigartige Fähigkeit von Melpaka, stürmt auf den Gegner zu und bleibt BR dabei ziemlich niedlich. Eigentlich wollte ich im letzten Patch schon ein paar Texte beseitigen. Also Fehler. Da ist immer noch ein Platzhalter. Luftkanone. Also der rammt einfach Gegner. Hätte ich jetzt von ihm nicht so gedacht, aber okay. Hier kann er noch irgendwas lernen. Gut. Mehr Schattenangriff. Der wäre eigentlich gar nicht so schlecht in unserem Team hier. Weil wir haben ja, er ist ein Schattenkämpfer, er verstärkt Schattenkämpfer. Er hat sogar jetzt drei Sachen. Düsterwelle. Die macht 55 Schaden, oder was? Ist flink. Und verstärkt den Angriff vom Typ Schatten. Und der auch, plus 10. Kitty ist Angsthase, Dynamo. Der kann den Sandtornado. Naja. Danach, na gut, das hat schon Vorteile, wenn wir den dabei haben. Den können wir als Schild benutzen. Na gut, armer Stimme. Die anderen werden besser vielleicht. Dann habe ich einen Fuddler. Was ist das? Erde. Schlammschuss. Bewirft den Gegner einen klebrigen Schlamm. GEE sinkt um 10% langsamer. Der war nicht gut zum Arbeiten hier gedacht. Der macht Handwerk und Bergbau. Außerdem transportiert er. Was macht der hier? Ist ein Fastenprofi. Okay, muss weniger essen. Ist selbstzerstörig. Das ist schlecht. Ist imprägniert. Minus 10% Wasserschaden. Der hat schon zwei Perks hier. Powerschuss und Schlammschuss. Powerschuss. Energie. Okay. Dann haben wir hier unseren Celery hier. Der fliegen kann. Aquajet. Macht Wasserkugeln. Der kann also bewässern, transportieren. Dann haben wir unser Kätzchen, das Geld macht. Und dann hier den kleinen Kumpel. Ich irgendwie in so einem Katjes. Ich weiß auch nicht warum. Duckmäuser. Auch ganz schlecht. Also den können wir als Kämpfer auch gar keinen Fall benutzen. Hat aber ein paar coole Sachen hier drauf. Beim Schadenholz werden. Ja gut. Der kann aussehen. Okay, der könnte hier als Farmarbeiter benutzt werden. Das Aussehen haben wir allerdings auch ihn hier. Der kann noch ein bisschen mehr. Gut, das Melpaka finde ich aber gar nicht mal so schlecht, wenn wir das zum Beispiel statt Lampel nehmen. Du hast uns treu gedient, mein Freund, aber wir nehmen jetzt mal das Melpaka. So, das Ding hier. Oh, das dauert noch ein bisschen länger. Wir können unseren Fuchs mal wieder reinholen. Was macht er hier eigentlich? So, komm mal hier, wir brauchen mal ein paar Steine. So, dann kannst du direkt mal da arbeiten. Ah, das haben wir schon. Okay. Sieht hier eigentlich aus? Schnellreise brauche ich jetzt nicht. So, eine heiße Quelle muss ich noch bauen. Dann kriegen wir die nächste Stufe hier. Oh, was ist hier los? Wir quiekt. Haben wir genug zu essen, Kernchen? Ja. Reichlich, wie es aussieht. Okay. Habe ich selber genug zu essen? Ich muss vielleicht auch mal was essen. Und noch ein Brot, noch ein Braten. Ein paar gegrillte Pilze. So, liegt ein Ei. Warum liegt hier ein Ei rum? Hallo, wer hat das verloren? Schlamperei.
Wo ist denn mein... Ja, der Hunger. Ja. So, hier wird schon gesät, wie es aussieht. Sehr schön. Hier auch. Hier liegen rote Beeren rum. Die müssen wir jemanden wegtransportieren. Okay, macht er. Ist aber eigentlich nicht sein Job. Das könnten wir eins von den Schafen hier machen. Komm her, mein wolliger Freund. Du könntest hier auch mal einsammeln helfen. So. Genau, transportier mal. Und du? Ich brauch dich hier. Du bist doch hier der Vogel für das. Nee, der will unbedingt transportieren. Ist der nicht? Moment, habe ich mich da verguckt? Der ist doch Bergbau. Der will ja nicht Bergbau arbeiten? Doch jetzt. Der musste noch irgendwas Dringendes erledigen. Ja, okay. Ist ja auch okay. Da war ja auch. So. Angegriffen wurden wir jetzt nicht mehr. Die Spiegeleier sind alle fertig. Jo, okay. Dann könnten wir die auch mal ablegen hier. Und der chillt jetzt gerade ein bisschen. Gönnt sich ein Päuschen. Okay. Die haben wir ja auch noch, ne? Erdtechnikfrucht, Sandtornado. Haben wir denn einen? Wir haben keinen in unserem Team, der Erdtechnik hat, oder? Wir haben hier eher Schatten, interessanterweise. Also Herz, er hat schon was. Ja, okay. Na gut. So. Was sollen wir jetzt hier machen? Eine heiße Quelle. Gut, eine heiße Quelle müsste ich bauen können, oder? So, was gehört das hier? Möbel. Ich könnte noch mehr Möbel bauen. Interessant. Infrastruktur. Da brauche ich mehr Steine. Oh. Brauche ich hier einen Arbeiter mehr? Na gut, die sind hier am... Wursteln. Sollen sie es? Ach, der baut für mich hier weiter. Oh, Dankeschön. Sehr gut. So, der hoppelt darüber. Jetzt sieht so knuffig aus. So, Steine. Wir machen noch ein bisschen. So, den Chefin mal hier Hand an, legt die da ein bisschen flotter. So. Transportiert jetzt. Was machst du hier? Hallo? Ein bisschen mal schneller arbeiten. Husch, husch, husch. Man muss die Mitarbeiter immer motivieren. So. Könnt ihr Nägel machen? Ja. So, was habe ich eigentlich hier dabei noch alles? Das könnte ich mal ablegen. Okay. Leder brauche ich eigentlich auch nicht mitschleppen. Was können hier so eine Feder machen, ne? Habe ich gerade gesehen. Genau, das wird uns nochmal was für die den Kopf geben. Müssen wir irgendwas reparieren eigentlich? Und die sieht so weit gut aus. Ach nee, wir haben ja schon eine Feder. Stimmt, die habe ich schon mal dran gemacht. Die gibt uns ein bisschen Verteidigung. Ich weiß nicht, ob die sieht, doch da über dem Ohr hat sie so ein paar Federn stecken. Ja, gut, habe ich schon fast wieder vergessen. So, können wir das Ding jetzt bauen? Die heiße Quelle. Ja, können jetzt eine heiße Quelle bauen. So, da können unsere Tierchen da mal chillen. Sonst hier hinstärken. Und dann ist das hier der Pen- und Chill-Bereich für unsere Tierchen. So. Oh Leute, können wir ein bisschen Hilfe gebrauchen? Das ist euer Kram hier. So, dann können die nämlich sich da drin erholen, wenn die erschöpft sind vom Arbeiten. Aber wir tun ja schon was für unsere Tierchen. So ist ja nicht, dass die hier nur ausgenutzt werden oder so. Ja, die machen auch gerne mal ein Päuschen. Die können sich eine Zigarettenpause hier so hinter den Steinen und sowas. Das ist schon hier alles drin. Ich mach mal ein bisschen mit hier, sonst sieht es aus, wie wir nichts tun. So, heiße Quelle ist fertig. So, da können unsere Pelz jetzt dann rumbaden und sich erholen. So, wir können unsere Pellbox verbessern. Sehr schön. So, das hier noch.
Bogen habe ich, einen alten Bogen. Können wir auch mal ersetzen, das Ding. Okay. Hier, ach, eine Totoko-Feder. Aha, wofür ist die jetzt? Schießpulver habe ich gekriegt. Ein Horn. Aha, interessant. Dann würde ich hier lieber Sachen rein tun, die auch ein bisschen stecken, würde ich mal sagen. Das hier. Hier haben wir schon alles voll. Am Futtern von den Kollegen. So, das kann man. Da müssen wir jetzt mal ein Daydream finden. Das kann man, glaube ich, am besten in der Nacht. Was ist hier los? Ach, hier ist unser... Oh, der hat sich wieder festgefahren hier. Was ist mit dir los? Ja, komm mal hier, mein Kleiner. Oh, braver kleiner Elefant. Ja, die Wegfindung ist immer noch ein bisschen kacke bei den Tierchen. Die verlaufen sich mal und bleiben irgendwo hängen. Hm. Könnt ihr nicht aufnehmen? Jetzt. Ja, an der Grenze bleiben sie irgendwie hängen hier. Komisch. Und unseren Ruhm. Ist auch nichts Neues irgendwie aufgetaucht an Viechern. Okay. Da liegt noch ein Ei. Okay, der kleine Kerl muss nicht mal bewässern hier. So, das Ding können wir jetzt verbessern. Jupp. Tadam. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen eine hochwertige Werkbank, mittelalterliche Pharmazie-Werkbank und einen Pell für... Ah, einen weiteren Pell einsetzen. Okay. Eine hochwertige Werkbank. Wir haben noch Statuspunkte. Eine hochwertige Werkbank. Wir könnten ein Fangeisen auslegen. Okay. Brauche ich dafür alles? Ich brauche Metallbarren, Nägel und viel Holz. Oh, das wird teuer. Hm. Also mehr Holz, Metall und Nägel. Und relativ viele Metallbarren machen. Was können wir denn machen? Das ist das Maximale. Okay. So, dann an die Arbeit. Macht den Hochofen an. Jawohl. Hier wird auch nicht weitergearbeitet. Was ist hier los? Schlamperei. Was ist denn unser Kätzchen? Hm. Wir müssen noch eins zur Arbeit einteilen. So geht das hier nicht. So, wir brauchen unbedingt noch einen, der Bergarbeit machen kann. Ich brauche Steine. Das ist denn ein Drachentöter? Drachenschaden macht er, okay. Was immer das bedeutet. Hm. Ist er der Einzige, der Bergbauarbeit machen können? Der hier. Ach, stimmt. Fastenprofi. Der hat positive Gedanken. Der ist eigentlich gut zum Arbeiten. Und der hier. Ja, der ist eigentlich ziemlich schnell. Der wäre eher was zum Kämpfen, würde ich mal sagen. Dann würde ich hier ihn noch einsetzen. Flop. So, der Fuddler. Wie läuft der denn? Dann könnte der hier, wenn er austransportiert hat, hier mal hier weiterarbeiten. Holz wird produziert, wie sich das anhört, ja. Er hat Hunger. Die Bärenproduktion läuft auf jeden Fall. Dann können wir noch ein paar Pilze reinschmeißen. Rote Bären. Der ist dran. Ah, guck mal an. Hier mit den Pfoten macht er das. Top, 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 top. Sehr süß. Okay. Das sieht schon knuffig. Also, ist das hier? Wird der gechillt oder ein bisschen fremder? Okay, ja, sei froh, dass ich keine Hühner mehr brauche. So, die Produktion läuft hier schon mal. Oh, der ist aber relativ schnell fertig hier mit den Metallbarren.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, diesen. Habt ihr fein gemacht. Jawohl. Sehr schön gearbeitet. Also das hier läuft auch. Der Fuddler. So. Das haben wir. Das haben wir. So, dann können wir dich hier wieder einsammeln. So, was brauche ich noch, um das Ding zu bauen? Metallbarren haben wir jetzt. Ich brauche mal auch Nägel. Wir brauchen ja mehr Metallbarren. Müssen wir Nägel erstellen. Naja. Gut. Die waren ja eigentlich dran. Hier müsste mal einer mithelfen, aber wir haben gerade keine freien Arbeitskräfte hier. So, noch schnell. Die sind alle, die haben alle einen großen Hunger heute anscheinend. Die sind mehr am Futtern als sonst was. So, alle sind gesund und munter. Der arbeitet fix. Na, immerhin. Wir haben 9 Betten für 8. Ist auch okay. So. Den Klamotten weiß ich auch nicht so genau. Wir müssten uns mal bessere Pfeile machen, glaube ich. Giftpfeile können relativ viele machen. Brauchen wir mehr Holz für den Giftbogen. Okay. Das tropische Hitze haben wir eigentlich kein Problem. Und sowas haben wir schon. Und die hier ist ungewöhnlich. Da weiß ich allerdings wirklich nicht, ob die mir was bringt. Aber wenn die einen grüneren, wenn die einen grünen Wert hat, muss die irgendwas Besseres sein. Wir haben antike Bauteile. Na komm, ich mach's einfach mal. Muss ja mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht ist das irgendwas anderes. Eine Klamotten hier, wenn es den gleichen Wert hat wie den Fummel, den wir anhaben, ja. Ah, guck mal, jetzt kommt ein Schäfchen, hilft mir. Sehr schön. So. Können wir noch ein paar Beeren grillen? Wie viel? Boah, so viele brauche ich jetzt auch nicht. Hier haben wir 10. So, wir könnten auch noch mal was essen, denke ich. Obwohl wir gar nicht mehr so viel dabei haben. Das meiste haben wir nicht. Tierchen alle. So. Der ist hier auch noch am Fuddeln. Wir könnten unseren Sparky hier rausschmeißen, dann kann er hier weiter kochen. Liegen hier Steine rum? Hä? Was ist, was ist hier los? Oh, jetzt sind sie beide am Arbeiten hier. Gut, okay. Okay. So, Pharmaziewerkbank. Okay. Hab ich überhaupt schon mal erforscht? Pharmaziewerkbank. Brauchen wir auch Holz, Nägel und Palladiumbruchstücke. Dann kann man Medikamente herstellen. Gut, wir brauchen es ja so oder so. Kann ich aber noch nicht bauen. Na gut, dann ist das so. Topfpflanzen. Eine Armbrust. Oh, auch nicht schlecht. Dreischussbogen könnte ich auch mal machen. Hier weiß ich nicht, was es ist. Eine Liftmunk-Maschinenpistole. Oh. Kleine Maschinenpistole für Liftmunk. Ermöglicht es ihnen, sich bei Aktivierung der Partnerfähigkeit auf deinen Kopf zu setzen und dir damit Schützenhilfe zu geben. Das möchte ich mal sehen. Das machen wir jetzt. Ich brauche Palladium. Scheibenkleister. Brauchen wir auch Steine. Scheiße. Obwohl die beiden ja fleißig dran sind. Na gut, wir müssen uns nochmal selber Hand anlegen. Da wird meine Spitzhacke. So, haben wir noch feuerfeste Unterwäsche. Wird auch mal so ein Hund angelatscht. So, jetzt haben wir mal ordentlich Steine, Palladium und auch ein bisschen Erz gekriegt. Sehr gut. Ja, das ist doch super. So, mein Sparky ist jetzt fertig anscheinend. Können wir wieder einsammeln. So, hier Steine da rein. Ja, Schießpulver, keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, Hörner. Hier machen wir mal Erz rein.
So, wie sieht's hier aus mit den Klamotten? So. Nägel brauche ich auch noch. Ja, brauche aber auch, naja. Brauchen von allem irgendwas. Was soll man machen? So, wir können dann einen Perl weitermachen. Wie sieht das jetzt aus, was wir da haben? Stoffkleidung. Verteidigung 19, 15. Oh, gibt 91 Lebenspunkte, 70. Also ist diese normale Kleidung ungewöhnlich besser als die hier. Kostet mich halt nur ein bisschen mehr Teile. Das ist natürlich blöd. Auf der anderen Seite, wenn man genug hat, braucht sie für nichts anderes gerade. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Also auch optisch ein bisschen anders. Okay. Mehr so Cremetöne. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Gut, wunderbar, haben wir das auch. So, gibt genug zu tun hier. Man weiß gar nicht, wo man hin soll mit dem Ganzen. Wir brauchen noch ein so grünes Ding. Okay, dann könnten wir hier nochmal was machen. Ihr besseres Fanggeschick. Warum transportierst du Eier, Mensch? Du sollst hier arbeiten. Ja, ja, gut. Können wir noch machen hier. So sieht's hier aus. Die Maschinenpistole können wir bauen. Maschinenpistole. Was machst du denn da oben? Okay. Auch interessant. Dann können wir noch mal weiter hier. Von da oben macht er das jetzt. Okay, ja, wie du willst. Tob dich aus. Die sind alle dran. Oh Gott, es geht ja hier noch weiter. Ach, das haben wir gar nicht gesehen. Scheiße. Ja, ich habe noch viel mehr hier. Du grüne Neune. Die Pinguis kann man eigentlich auch für alles Mögliche benutzen. Handwerk, Transport, Kühlung und Bewässerung. Das ist ein Oberbergmann. Pinguin als Bergmann. Ja. Warum nicht? Eigene Effizienz. Ah, das heißt, wenn wir den im Team haben, würden wir wahrscheinlich bessere Bergbauwerte bekommen, weil er selber ist kein Bergbauer. Okay, interessant. So, den kann man auch als... Ich glaube, die Pinguine kann man auch als Panzerfaust benutzen. Genau. Den Stopp von der Kanone und schießen auf den Gegner zu. Bump. Auf Wiedersehen. Ich habe sehr viel Hühner. Nehme ich noch einen Nukratis. Und ich habe einen Daydream gefangen. Okay, Giftschuss und Düsterball. Aha. Sattheit sinkt um 15% schneller. Der frisst viel. Endlos Magen. Da kann ja auch jemand, der sowas hat. Okay. Wenn dieser Perl im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und gibt dir mit magischen Geschossen Schützenhilfe. Auch Schatten. Wir haben ein reines Schattenteam. Wo ich das eigentlich gar nicht so beabsichtigt habe. Der hat 139 Angriff. Der ist auch noch Level 7. Oh. Guck mal, am meisten Angriff hat eigentlich Niespunk und Hukratis. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hat auch Düsterwelle, Düsterbeine und Luftkanone. Die macht nicht so viel, aber die anderen. Und insgesamt 220 Angriffsschaden hat der kleine Kerl hier. Aha, sieht gar nicht danach aus. Und mein Alpaka hier. Gut, der muss noch steigen. Mhm. Okay. Kinders. Spannend, was man hier alles machen kann. So. Wenn einer von euch immer weitermachen damit. So. So, müssen auch mal was essen. So. Wir sind hier noch dran. Ups. Nägel, Nägel, Nägel. Flammi ist noch am Flammen machen. Den habe ich übrigens Flammi genannt. Fällt mir gerade ein, genau. Nicht die Schafe anzünden, nur Flammen erzeugen.
So. Mal gucken. Hilft der jetzt noch beim Kochen? Nee, den anderen Bock. Okay, dann. Wieder alles selber machen hier. Alles muss ich selber machen. Dann hole ich den mal wieder. Hier. So, holen wir mal dieses. Aha, Alpaka. Wo rennt das jetzt hier rum? So, wie kann ich jetzt auf dem reiten? Ach, okay. Sieht ja ulkig aus. Das ist beim My Time at Center ein bisschen besser animiert, aber okay, man kann auch rennen mit Shift. Okay. Attacke! Steffi reitet ein Alpaka. Das sieht schon sehr crazy aus hier. Okay. Sehr interessant. Also damit können wir dann hier rumreiten. Okay, jetzt sehen wir allerdings hier nichts. Aber ich wollte eigentlich noch hier was Grünes sammeln. Da hinten leuchtet was. Wie kommen wir da hin? Hm. Da auch. Da müssten wir mal schon hinfliegen. Da müssten wir einen uns basteln, mit dem wir fliegen können. Ansonsten. Im Dunkeln sieht man ja so Sachen am besten hier. Wo was leuchtet. Da ist auch noch was am Strand. Grün. Hm. Wir können auch. Aha, Luftkanone einsetzen und Fluff-Tackling machen, indem wir auf ihm sitzen. Das heißt. Oh, au, ouch! Okay. Jetzt haben wir uns selber angegriffen. Naja. Interessant. Wir können also auch gezielt angreifen lassen. Das können wir bei den anderen meistens ja nicht. Spannend. Kätzchen ist immer noch am Arbeiten hier. Mein Gott, haben die wieder viel produziert. Das sind ja wie die Wahnsinnigen. Okay, Alpaka, auf geht's. Kann ich eigentlich hier die Fackel halten, wenn ich... Ach, das geht. Ah. Okay. Da ist das Marmorrest. Ah, da fliegen diese Daydreams rum. Sind eigentlich Pfeile dabei? Nee, natürlich nicht. Mist. Müsste ich mir erst noch mal machen. Kannst auch hier hochspringen. Tatsächlich, okay. Hier ist nichts Neues. Oh, das ist ein Hooker-Test, aber den habe ich selbst genug. Ja, Mist. Jetzt habe ich keine Pfeile. Und die fliegen ja hier durch die Gegend. Hallo, kleiner Freund. Entschuldigung, das habe ich beim Schlafen gestört. Oh. Uah. Okay. Jetzt haben wir ihn weggekickt. Okay, wir rammen die einfach mal so. Uah, das war schwer zu steuern, weil der immer so ein sei mal nicht so. Wo ist der jetzt hin? Ah, der ist da oben. Ja.
Ach, der ist hinten, okay. Na, hat sie noch nicht hart genug getroffen. Jetzt ein bisschen die Orientierung hier verloren. Okay, das Reiten müssen wir noch üben hier. Die Reitern einmal packen. Okay. Ah, schau mal. Mist. Den haben wir. Der will sich noch mit mir anlegen. Oh. Na? So, die haben wir. Wunderbar. Okay. So. Naja, ich wollte eigentlich gar nicht hier killen, aber. Was macht der da? Ist der hinüber? Okay. Komisch aus. Fliegender Teddy mit Schwanz, der so durch die Luft fliegt. Brauche ich nichts von. So, was ist mit meinem Team? Ein Alpaka hat keine. Okay, das ist hin. Ist kampfunfähig. Der muss ich erstmal wiederholen. Okay. Gut, verstehe ich. Der hat jetzt gerade zu viel abgekriegt beim Kampf. Was bist du eigentlich für einer? 14. Ein Dino-Som. Hallo! Hallo, mein Freund. Zack, zack. Ui, okay. Ich kann auch interessante Sachen. Oh. Reicht das schon? Nee. Ich kann dann fesseln. Das ist ja ganz schön raffiniert. Juhu, wir haben Dino-Som. Cool, was kann der? Ein Dino-Som. Oh Gott, was wir alles haben mittlerweile. Das waren die, die mich angegriffen haben. Kryptokos. Die sehen schon an sich crazy aus. Wo sind die denn? Die habe ich doch schon gesehen. Hier. Gras und Drache. Kann das Reittier genutzt werden? Beim Reiten werden Angriff des Typs Gras verstärkt. Aha. Er kann Holz fällen und aussehen, aber auch für Level 2. Jo, das ist also besser beim Holzfällen. Jo, der ist aber. Der ist ziemlich viel. Okay, das ist schlecht. Okay, okay. Kann ich alles haben. Okay. Schon lustig aus hier. Okay, dann habe ich von denen also auch noch was eingesammelt. Hier liegt auch noch einiges rum. Na gut, wir müssen mal das nächste Mal Richtung Strand. Da können wir dann nochmal so eine grüne Kugel einsammeln, weil in der Gegend war irgendwo was. Hab ich jedenfalls von oben gesehen. Der Alpaka, der muss immer noch sich erholen, ne? Gut. Unseren kleinen Flammenwerfer hier nehmen. Na komm. Gegrillt. Okay, so geht das. Ja. Hat wohl nicht gereicht. So. Gegrillte Katze. So, den haben wir auch. Interessant. Das
können wir alles abfackeln. Okay, Bossgegner, wir kommen. Sonst kann jetzt niemand mehr was. Ich habe einen feuergefährlichen Fuchs unterm Arm, also passt auf, Freunde. Ja. Gut, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Mit der brennbaren Steffi hier. Unsere Steffi, die alles in Feuer und Flamme setzt. Und dann schauen wir mal, dass wir unser Lager hier vorne mal kriegen. So, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Macht immer noch Spaß hier. Man hat immer wieder was zu tun. Es wird eigentlich nicht langweilig. Das ist auch mal eins von den Spielen, wo man auch... Man will irgendwas anfangen und hat dann noch tausend andere Sachen nebenbei, die man plötzlich dann entdeckt oder machen will. Oder dann kommt dies oder jenes. Also planvoll Arbeit ist hier gar nicht. Aber ich würde hier nochmal so ein Reittier bauen, also zum Fliegen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann die Pistole, die wir hier bauen wollen. Da würde ich gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn hier so ein Tierchen mit einer Knarre rumläuft. Halleluja. Und das gucken wir dann beim nächsten Mal an, wenn ihr wollt, wenn ihr noch Bock habt hier. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Steffi. Bye, bye.